Gerade ging es um WhatsApp und jetzt um DayZ. Zusätzlich zu Dean Halls Abgang gab es jetzt auch ein Interview mit diversen neuen Infos für DayZ-Suchtis. Im letzten DevBlog-Video erwähnte er zum Beispiel das Jagen. Ein komplettes Team wurde nur für das kommende Jagen-Feature eingestellt. Entwickler, die damit Erfahrung haben. So wie Dean es beschreibt, klingt es fast wie ein DLC für die Standalone. So viel Arbeit wird in das Feature investiert. Im Interview nannte er nun auch konkrete Infos zum finalen Release des Games. Aktuell ist die Beta für den Zeitraum November bis Februar diesen Jahres geplant. Während der Beta werden keine neuen Features mehr in das Game reingebaut. 6 Monate später, also circa im Sommer 2015, soll dann die Standalone fertig veröffentlicht werden. Diese Daten sind allerdings erstmal nur als Richtwert zu sehen. Bis dahin soll noch eine Menge integriert werden. Barrikaden, Fahrzeuge, Krankheiten, Herzinfarkte und Begleiter. Was für Begleiter? Hunde und sogar Pferde sind im Gespräch. Werden wir also irgendwann wie Cowboys durch DayZ reiten? Quer über das Airfield? Man darf gespannt bleiben. Auf den Testservern wurde jetzt auch wieder eine neue Stadt entdeckt. Neue Häuser sind auch geplant. Was meint ihr? Pferde in DayZ? Eine gute Idee?